Kurzfilm nehmen wir euch einmal wieder mit nach Frankreich. Das Agrarland Nummer 1 in Europa steht neben den riesigen Produktionsmengen landwirtschaftlicher Erzeugnisse auch für eine große Vielfalt und einige Besonderheiten in der Agrarproduktion. Für dieses Video haben wir einem der größten Futtertrocknungsunternehmen des Landes einen Besuch abgestattet. Wir waren schon oft mit unseren Kameras in Frankreich unterwegs. Jede Region des Landes ist speziell und auf ihre Art reizvoll. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche in Frankreich liegt bei über 26 Millionen Hektar. Zum Vergleich, in Deutschland sind es nur 17 Millionen Hektar, die für die Agrarproduktion zur Verfügung stehen. Gemessen an der Wertschöpfung macht die Tierhaltung mehr als 30% an der französischen Landwirtschaft aus. Die Futtertrocknung ist zwar kein Thema, das man ausschließlich Frankreich zuordnen kann, aber in diesem Umfang ist sie dort schon besonders. Landesweit gibt es 24 Futtertrocknungsanlagen, in denen vor allem Luzerne verarbeitet wird. Das älteste genossenschaftlich organisierte Unternehmen ist hierbei Luceal. In 5 Fabriken in der Nähe der Stadt Reims, 150 Kilometer östlich von Paris, wird laut Unternehmensangaben Futter von ca. 17.000 Hektar getrocknet. Mitte Juli befindet man sich Ende des zweiten Schnitts der Luzerne. Luzerne wird ab Ende April 4-mal gemäht. Die Feldarbeiten organisieren die Luceal-Fabriken zum Teil mit einem eigenen Fuhrpark oder durch die Beauftragung von Lohnunternehmern. Bei unserem Filmdreh wird für das Werk in Pont-à-Vevergé gearbeitet. Durch den Projektpartner Krone bekommen wir die Möglichkeit, die gesamte Verfahrenskette vorzustellen. Luzerne wurzelt tief und ist somit etwas weniger anfällig gegenüber Trockenheit und Hitzestress, was die Kultur in einigen Teilen Europas und auch in den USA und Kanada gegenüber Gräsern interessant macht. Darüber hinaus gehört Luzerne zur Pflanzenfamilie der Leguminosen, die überwiegend dafür bekannt sind, durch ihr Wurzelsystem Stickstoff aus der Luft im Boden anzureichern. Das macht Luzerne auch in der Fruchtfolge interessant. Bei unserem Filmdreh sind 2 Butterfly-Mähkombinationen am Start. Angebaut am John Deere ist ein Krone EasyCut B950. Inklusive dem Frontmähwerk macht das eine stolze Arbeitsbreite von 9,45 Metern. Das Mähwerk ist ohne Aufbereiter, aber mit Querförderschnecken ausgerüstet. Beim Mähen von Luzerne ist darauf zu achten, dass die Technik auf eine Schnitthöhe von ca. 10 cm eingestellt wird, um den Ertrag des Folgeaufwuchs nicht zu beeinträchtigen. Bei normalem Grünland wird eine Schnitthöhe von 6 bis 8 cm angestrebt. Bei der zweiten Mähkombination, dem 8,72 Meter breiten EasyCut B880CR, ist besonders der Walzenaufbereiter interessant. Die Walzen, M-Roll genannt, sind in dieser Version mit einem Stahlprofil bestückt. Der Name leitet sich von der Form ab, mit der das Erntegut bearbeitet wird. Diese noch relativ neue Variante des Aufbereiters ist besonders für blattreiche Kulturen wie zum Beispiel Luzerne interessant. Das Ziel ist es, mit dem Verzahnungseffekt der beiden Walzen die Wachsschicht der Pflanzen durch Knicken und Quetschen zu beschädigen und damit die Trocknungsrate zu erhöhen. Trotzdem bleibt ausreichend Freiraum für das Futter und Bröckelverluste sollen laut Hersteller kein Problem darstellen. Bei diesen Verlusten geht es vor allem um die nährstoffreichen Blätter, die sich insbesondere beim späteren Trocknen leicht von den Stängeln lösen können. Von der Fabrik wird ein Trockensubstanzgehalt von idealerweise 50% gefordert. 24 bis 48 Stunden vergehen zwischen Mähen und Häckseln. Bei der Luzerne-Ernte kommen häufig auch andere Schwadersysteme zum Einsatz, denen man technisch bedingt geringere Bröckelverluste gegenüber einem Kreiselschwader zuschreibt.
Jedoch bringt auch der Schwader, wie wir ihn hier sehen, einige Vorteile mit. So ist dieser zum Beispiel vom Einsatzgewicht leichter und vom Aufbau weniger kompliziert, sowie in der Anschaffung in der Regel deutlich günstiger. Auch ist das Schwad gegenüber anderen Systemen deutlich homogener, was die Arbeit des aufnehmenden Folgefahrzeugs erleichtert. Bröckelverluste beim Einsatz des Kreiselschwaders lassen sich darüber hinaus durch eine etwas defensivere Einstellung der Maschine sowie den Einsatz bei Tau in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden reduzieren. Das Futtertrocknungsunternehmen Lucial betreibt selber 11 Feldhäcksler, braucht aber für die Abwicklung der Ernte weitere Unterstützung von Lohnunternehmern. Der Big X 780 ist aktuell der meistverkaufte Häcksler von Krone in Frankreich. Für die Luzerne-Ernte wird er hier mit einer 28er Messertrommel gefahren, die allerdings nur mit der Hälfte der Klingen bestückt ist. Ziel ist eine theoretische Schnittlänge zwischen 25 und 30 mm. Krone ist mit einer eigenen Vertriebsgesellschaft seit Juli 2016 hierzulande aktiv. Zuvor gab es eine Kooperation mit Amazone France. Das Geschäft hat sich seither gut entwickelt und man ist eigenen Angaben nach mit einem Marktanteil von rund 20% bei der Grünfutter-Erntetechnik in Frankreich präsent. Bei rund 350 Händlern ist Landtechnik von Krone gelistet. Je nachdem, wo man sich in Frankreich befindet, so hat man es mit ganz unterschiedlichen Produktionsschwerpunkten zu tun. Die Kornkammer des Landes befindet sich im sogenannten Pariser Becken. Teils auf fruchtbarsten Löstböden findet man hier die besten Anbaubedingungen für Getreide. Was den Weizenanbau angeht, so steht Frankreich im Ländervergleich sogar weltweit auf den vordersten Plätzen. Der Ackerbau dehnt sich von hier aber auch in den Norden und den Osten des Landes aus. Dort bauen die Landwirte intensiv Kartoffeln und Zuckerrüben an. Im Nordwesten, in der Normandie und der Bretagne, dominiert die Milchviehhaltung mit Futterbau. Über diese auch landschaftlich sehr reizvolle Region haben wir euch bereits in unserer Filmreihe zum Lohnunternehmen Etajan hier auf YouTube berichtet. Das allgemein vorherrschende gemäßigte Klima ist in den Küstenregionen und entlang der Gebirge sehr unterschiedlich ausgeprägt. So ermöglichen die teils mediterranen Bedingungen im Süden bzw. Südwesten des Landes neben dem traditionellen Ackerbau auch die Produktion von Reis, Weintrauben und einer breiten Palette an Gemüse und Obst. Der landwirtschaftliche Strukturwandel hat die Agrarproduktion in Frankreich besonders stark geprägt. Alleine zwischen 2010 und 2020 gab jeder fünfte Landwirt auf. Das ließ die durchschnittliche Betriebsgröße auf rund 69 Hektar wachsen und die Pachtquote auf durchschnittlich 80% steigen. Zurück zur Luzerne-Ernte. Innerhalb von maximal 8 Stunden sollte das Erntegut in den Trocknungsprozess gelangen. Die Fabrik in Pont-à-Favager ist 50 Jahre alt, am Arbeitsprinzip hat sich aber wenig geändert. Doch läuft der Prozess heute deutlich überwachter und automatisierter ab. Darüber hinaus werden die großen Trommeltrockner heute größtenteils mit Holzpellets befeuert. Ziel ist es, das Erntegut auf einen Feuchtegehalt von 10% herunterzutrocknen, dabei aber die Nährstoffe und vor allem den hohen Energiegehalt des Futters zu erhalten bzw. zu konservieren. 250.000 Tonnen trocknen die 5 Fabriken von Lucial jedes Jahr. Das soll etwa 30% der Futtertrocknungsproduktion Frankreichs entsprechen. Verkauft wird das Futter in Ballenform zu 400 Kilogramm oder als Pellets. Letztere gehen vor allem an Milchviehhalter, die damit ihre Futterrationen aufwerten. Die Ballen werden nicht selten exportiert oder sogar an Pferdezüchter in die Emirate geliefert.
Soweit unser neuer filmischer Ausflug nach Frankreich. Es wird sicherlich nicht der letzte sein. Alle weiteren Themen, die uns hierzulande bereits beschäftigt haben, sind in der Videobeschreibung verlinkt.